Schock bei der Weltklimakonferenz in Bonn. 2017 sind die CO2-Emissionen wieder angestiegen. Wie gerufen kommen also Projekte, die das klimaschädliche Kohlendioxid nachträglich aus der Luft filtern. Jetzt ist eine kommerzielle Anlage dieser Art in Betrieb genommen worden, und zwar in Island. Und sie macht aus CO2 Stein. Wie diese Technologie tatsächlich funktioniert, ob sie sich lohnt und ob sie sogar die Klimakrise lösen kann, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Idee ist großartig und dabei nicht einmal besonders kompliziert. Das klimaschädliche CO2 wird aus der Luft gefiltert und in den Untergrund geleitet. Das Gas reagiert dort mit einem Basaltgestein, das beispielsweise Eisen und Calcium enthält. Das Ergebnis: das CO2 mineralisiert zu Carbonat, also zu festem Gestein. Diese Versteinerung funktioniert tatsächlich, und jetzt wird sie zum ersten Mal mit der sogenannten Direct Air Capture Technologie kombiniert. Das Schweizer Unternehmen Climeworks will beweisen, dass sich Air Capture lohnt, denn bislang galt diese innovative Idee als wenig effektiv und aufwendig. Und so hat die Firma eine ihrer Anlagen nach Island gebracht, wo sie jetzt fleißig CO2 schlucken soll. Und zwar in Zusammenarbeit mit dem isländischen Geothermiekraftwerk Helisheidi. Auch hier wird das Treibhausgas also in Wasser gelöst und in den Untergrund gepumpt. 400 bis 800 Meter tief. Dort ist der Boden von hydrothermalen Quellen durchzogen. 2 Jahre dauert es dann etwa, bis durch die chemische Reaktion das CO2 in Carbonat umgewandelt wird. Das wirklich Großartige daran: durch diesen Schritt ist das dann mineralisierte CO2 tatsächlich aus dem Verkehr gezogen und für das Klima keineswegs mehr schädlich. Pro Tag sollen somit mit dieser Pilotanlage 135 Kilogramm CO2 entsorgt werden. Die Projektleiterin Edasif Aradotir vom Reykjavik Energy sagt: mit der Integration der Climeworks-Technologie haben wir nun eine Lösung, die unabhängig von Emissionsquellen überall dort einsetzbar ist, wo es Basaltgestein gibt. Das klingt in diesen Zeiten tatsächlich wie ein ziemlich großer Hoffnungsschimmer, denn grob gesagt ist Basalt erkaltete Lava und somit fast überall auf der Erde zu finden. Auch der Meeresgrund besteht zu großen Teilen aus Basalt. Das beteiligte Forschungsteam schätzt, dass sich allein in Island 400 Gigatonnen CO2 im Basaltgestein lagern lassen. Und das ist etwa 10-mal so viel vom Klimagas, das wir Menschen derzeit pro Jahr in die Atmosphäre schleudern. Die Verantwortlichen haben also allen Grund, optimistisch zu sein, so wie der CEO von Climeworks, Christoph Gebald. Das Potenzial zur Skalierung unserer Technologie in Kombination mit CO2-Speicherung ist gewaltig, und das nicht nur hier in Island, sondern in vielen anderen Regionen mit ähnlichen Gesteinsformationen. Doch realistisch gesehen ist längst nicht jeder Standort für diese Technologie geeignet. Der große Nachteil: es wird sehr viel Flüssigkeit gebraucht, pro Tonne CO2 etwa 25 Kubikmeter. Die Technologie funktioniert zudem nur mit einer Wärmequelle, um das CO2 überhaupt erst aus dem Filter zu lösen. Doch die Forschung an solchen Technologien ist dennoch enorm wichtig für die Klimaziele. Und wir haben hier ja schon öfter darüber berichtet, der herkömmliche Klimaschutz scheint schon lange nicht mehr auszureichen, um unsere Erde vor einem Klimakollaps zu bewahren. Das bestätigen auch die neuesten Zahlen. Passend zur Weltklimakonferenz in Bonn kommt ein Forschungsteam des Global Carbon Projekts zu einem verheerenden Ergebnis. Nach 3 Jahren Stagnation werden die globalen CO2-Emissionen im Jahr 2017 wieder ansteigen. Warum also nicht auf solche Techniken des Geoengineering zurückgreifen? Vor allem, wenn die Basis dafür stimmt. Denn ja, Potenzial ist da, denn wie gesagt, wenn der Klimakiller Kohlendioxid dauerhaft in großen Mengen aus der Luft entfernt werden würde, könnte man den CO2-Gehalt der Atmosphäre tatsächlich wieder auf den ursprünglichen Wert reduzieren. Unter diesen Umständen sollte man auch darüber hinwegsehen, dass die Finanzierung im Moment noch kaum zu stemmen ist. Das Verfahren ist unfassbar teuer. Pro Tonne kostet die CO2-Abscheidung derzeit mehrere hundert Euro. Das zeigen Erfahrungswerte der Schweizer Anlagen. Das Unternehmen selbst rechnet damit, dass der Preis demnächst auf etwa 100 Euro sinkt. Doch selbst das ist vergleichsweise teuer. Der Plan der Firma ist es, das gespeicherte Kohlendioxid zu verkaufen, und zwar an Regierungen, Organisationen und Einzelpersonen, die sich damit Klimaneutralität erkaufen könnten. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, nur dann verpasst ihr kein Video. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken: 2016 stellt neuen Klimanegativrekord auf. Ja, auch 2016 war kein gutes Jahr für den Klimawandel. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.